Ich stelle mal kurz vor, den Herrn Richard Borden vorstellen, den Herrn Marewski auch nicht, Professor Ulrich Schacken von der TH Köln, muss ich vorstellen, den Herrn Barbe würde ich gerne vorstellen, der ist aber noch nicht da, der kommt gleich. Ja, und worum es geht, wissen Sie, ich übergebe an den Herrn Richard. Genau, am 6. Dezember ist es soweit, 50 Jahre Städtepartnerschaft mit der UNO. Und ich war froh, Herr Marewski, dass ich ja jetzt erstmal auch in der UNO war und wie lange ist das jetzt? 3 Monate jetzt? Anfang Oktober, ja. Und, 6 Wochen. Natürlich auch die Stadt kennengelernt, die Menschen kennengelernt und auch die Regierung kennengelernt in UNO und habe festgestellt, wie intensiv die 50 Jahre auch gelebt worden sind. Das in einer Zeit, ist mir sehr bewusst geworden, wo wir uns immer wieder über Europa unterhalten, wie weit das, wie stark das auseinandergeht. Und deshalb ist es gut. Und das ist auch Sinn von Städtepartnerschaften, nämlich auch, dass sie nachhaltig sind. 50 Jahre ist nachhaltig, wir können voneinander lernen. Ich habe sehr viel gesehen in UNO, was die Bildungspolitik betrifft, was natürlich auch Industriestrukturen betrifft, aber eben auch, wie durch Parlamente betrieben werden und wie man auch aus Städtepartnerschaften, die man sehr stark persönlich zusammenleben kann, was natürlich bedeutet, dass da eine sehr große Vertrauensstruktur aufgebaut worden ist. Und da darf ich mich ganz herzlich bei Marewski bedanken, der das federführt, muss man ja sagen, in dieser Stadt immer auch vorangetrieben hat. Und das trägt jetzt auch erstmal in dieser Festveranstaltung am 6. Dezember. Wir haben einen offiziellen Akt, da werden wir gleich noch was näher noch zu sagen. Und danach natürlich, was immer am wichtigsten ist, das gemeinschaftliche Feiern, nämlich beim Feiern zusammen ist das, was ja auch so das Gesellschaftliche und den Spirit an sich dann auch der Partnerschaft dann, das trägt, wird dann noch mehr verfestigt. Deshalb würde ich gerne Herrn Marewski auch das Wort dann erteilen. Das ist ein umfangreiches Programm, wenn die auch landen. Ich werde sie abholen und wir werden zusammen essen, wir werden viele Sachen hier besichtigen. Aber Hauptpunkt ist natürlich die Gala. Und wie gesagt, ich persönlich bin in dieser Zeit, in diesem Tag in UNO in der kurzen Zeit schon ein sehr enges, vertrauensvolles Verhältnis aufbauen können. Deshalb bin ich sehr froh, auch die Person hier wieder zu treffen, Sie hier mit unserer Gastfreundschaftlichkeit begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich sehr auf die Zeit dann mit den Finnen zusammen, auch mit der Technischen Hochschule Köln. Das finde ich perfekt, dass das nämlich funktioniert, dass wir die Partnerschaft dann auch vereinen mit einer wissenschaftlichen Veranstaltung. Die soll auch weiter tragen. Da geht es ja nicht darum, nur eine Veranstaltung zu machen, sondern daraus nämlich dann auch eine wissenschaftliche Nachhaltigkeit entstehen zu lassen. Deshalb mein herzlichen Dank an die Technische Hochschule, die ist ja sehr stark jetzt verankert. Ich sehe ja jeden Tag, sehe ich den Rohbau immer weiter steigen. Das wird, genau. Bin ich sehr froh, tolle Architektur. Ich habe den mir sonst mal auch beim Kuratorium ansehen dürfen. Das ist immer das sehr schön. Ich freue mich sehr drauf und auch auf die weitere wissenschaftliche Kooperation mit UNO. Herr Marewski, danke. Ja, vielen Dank, Bürgermeister. Ich möchte an einen Punkt ansetzen, dass Sie in UNO gewesen sind. In der Zeit, in der ich im Rat bin, ist mir gelungen, 3 von 5 Oberbürgermeistern nach UNO zu bringen. Sie sind der 3. Und bei jedem habe ich die Hoffnung gehabt, dass anschließend dann auch nachhaltig die Sache unterstützt wird. Sie haben jetzt die einmalige Chance, in Zukunft das mitzutragen. Das meine ich jetzt wirklich ernst, denn das hängt immer von handelnden Personen ab und man kann alleine alles versuchen, aber wenn das nicht mitgetragen wird von der Stadtspitze oder wirklich mit Herzblut mitgetragen wird, wird das nicht funktionieren. Und den Eindruck habe ich ja auch gewonnen, als wir in der UNO waren, dass Sie sehr beeindruckt waren von der Art und Weise und dass Sie da sehr viel mitgenommen haben. Und ich denke, das, was Sie gesagt haben, möchte ich nochmal unterstreichen aus meiner Sicht, das ist sehr authentisch. Und deswegen freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit und deswegen macht es auch Freude, an der Sache zu arbeiten. Wie ist es zu dir? Also wir haben ja dieses Jahr 50 Jahre Städtepartnerschaft, wir haben in diesem Jahr 30 Veranstaltungen ungefähr angeboten gehabt und wir kommen jetzt zum Höhepunkt des Jahres. Die Frage ist, warum ist das jetzt am 6. Dezember etwas ungewöhnlich? Das hat ganz einfache Gründe. Im vergangenen Dezember war Professorin Rehorek und Professor Barbe, ihr drei waren in UNO gewesen und haben vorbereitende Gespräche geführt mit der Universität. Und natürlich haben wir dann auch uns Gedanken gemacht, wann kann eine solche Konferenz stattfinden. Und dann mussten wir das abgleichen, wann ist das Forum frei. Das wäre entweder in den Herbstferien gewesen oder Anfang Dezember. Dann haben wir uns für Anfang Dezember entschieden.
Und dann war es zufälligerweise frei am 6. Dezember. So, und dann war die nächste Frage, 6. Dezember ist Unabhängigkeitstag, also der Nationalfeiertag. Kann man an einem finnischen Nationalfeiertag mit Finnen eine Veranstaltung machen? Ist bei dem Nikolaus so hoch angesiedelt? Nein, der Nikolaus nicht, der ist ja am Feuer, sondern der Nationalfeiertag. Und wir haben in diesem Jahr den 101. Unabhängigkeitstag, der gefeiert wird. In Finnland ist das eine Besonderheit, viel stärker als bei uns. Aber wir haben dann gesagt, gut, wir haben keine andere Möglichkeit, machen wir doch aus der Not eine Tugend und sagen wir, wenn wir schon die finnischen Gäste haben, und es kommt ja die gesamte Stadtspitze hochrangig, selten, dass die zu dritt unterwegs sind, dann wollen wir denen was bieten und dann ist uns eingefallen oder mir eingefallen, es wäre ja schön, wenn der Präsident der Republik Finnland ein Grußwort, ein Videogruß sprechen wird. Nun ist das dort genauso wie auch in der Bundesrepublik, dass der oberste Repräsentant nie Grußworte zu irgendwelchen Veranstaltungen spricht, aber man hat uns dann berichtet, aber die Präsidentin des finnischen Parlaments, das ist die Nummer 2, die wird ein Grußwort, eine Videogrußbotschaft schicken. Wir werden die dann auch vortragen, werden die dann also auch projizieren. Wir haben lange danach gefragt, wann kommt die? Ich habe sie gestern Abend bekommen, ich habe sie auch gehört, die ist in Englisch, aber in einem Englisch, das man gut verstehen kann. Insofern brauchen wir das auch nicht übersetzen. Und darauf sind wir besonders stolz. Und sie sagen, die finnischen Gäste brauchen also, oder haben Heimat, werden Heimatgefühle haben, wenn sie die finnische Präsidentin des Parlaments aus dem Parlament, großer Parlamentslobby dort, dann, und zwar Leverkusen, ich weiß, die kommt bestimmt 20 Mal vor. Und ich glaube, dass das eine besondere Verbeugung ist vor den Gästen, die wir da haben. Das ist der Grund, weshalb wir diese Konferenz haben am ursprünglich war 6.7., aber Hochschule hat gut daran gearbeitet, haben da gute Erfahrungen, haben gesagt, wir machen es nur am 7. Und dann haben wir gesagt, am Vorabend machen wir den Festabend. Insofern haben wir ja nicht nur die Spitze der Oberer Stadtregierung, die drei Obersten und weitere aus wichtige Leute aus der Politik und Verwaltung. Und wir haben, ich glaube, 22 Professoren, da können Sie dann noch was dazu sagen, 22 Professoren, ich muss sagen, auch da, das kann, werden Sie bestätigen können, auch dort kommt von der Universität Oulu, kommt die Spitze. Also diejenigen, die dort wirklich was zu sagen haben, auch wenn sie nicht sozusagen an erster Stelle stehen, aber die kommen, das sind ganz wichtige Repräsentanten für die Universität Oulu. Ja, das ist vielleicht das, was ich an der Stelle sagen kann. Wir werden ein schönes Programm, da kann man leicht drüber sprechen, vielleicht noch ein sehr schönes Programm haben wir zusammengestellt. Der Oberbürgermeister hat gesagt, es wird, ja, wenn wir sagen Festakt, dann hängen Sie das nicht so hoch. Es wird unterhaltsam sein, natürlich wird es Reden geben. Es wird, wird abgewechselt mit musikalischen Beiträgen, und sodass das nicht so langweilig ist und nach einer Pause geht es dann, das wird findet im großen Saal statt, nach einer Pause geht es dann im Terrassensaal weiter. Und das Programm haben wir angelegt zwischen 19 und 24 Uhr. Und alle sind herzlich eingeladen und die Karte sind kostenlos. Richtig, ja. Wir haben, genau. Also natürlich gibt es besondere Einladungen, die Stadt bei solchen Angelegenheiten auch anspricht. Dann haben wir ja auch die Gäste, die 130, die da alle zu Ihnen kommen. Und die dürfen Sie sagen, die sollen bitte alle zu uns kommen. Wir haben noch Platz im Forum. Bis 500 können wir auch Gäste haben. Gesagt habe ich denen das schon. Habe ich schon mal umgeschickt. Wunderbar. Und wir haben das ist so geregelt, wir haben uns da beraten lassen, wenn es denn wirklich 400 sind, der große Saal fast 1000, wenn die Leute sich irgendwo verlieren, deswegen war die Überlegung, dass es Platzierungen gibt und deswegen braucht man Einlasskarten. Die sind kostenlos, inklusive einem Freigetränk, also gut, viele werden vielleicht Wasser trinken, aber wenn einer halt auch einen Kölsch trinkt. Dass ein Freigetränk ist dabei, weil es darüber hinaus die Möglichkeit hat, die Stadt Leverkusen nicht darüber hinaus keine Bewirtung für die 400 Leute geben kann, das würde den Rahmen sprengen. In der Oulu war das anders organisiert, war auch ein anderer Teilnehmerkreis, da war das anders gewesen. Aber unser Konzept hier für die Veranstaltung ist anders und deswegen sind wir der Meinung, dass das ein guter Weg ist. Und die kriegt man bei Kulturstadt Leverkusen. Da steht alles in Wasser, ja. Genau drin, wie man da an die Karten kommt. Und auch deshalb dafür werben, das ist ganz gut. Wie gesagt, freier Eintritt, ein Getränk und abends ein schönes Kulturprogramm. Dann haben wir aber auch einen
Ärzte-Mindestprogramm, zu dem Herr Professor Schörken wahrscheinlich am besten Auskunft geben kann, weil Sie haben das auch organisiert, oder? Ich bin zumindest mit dabei, ja, genau, im Organisationsteam. Genau, prima, dann lege ich mal ein bisschen los. Also unsere Tagung, die nennt sich StepsCon 2018. Erstmal vom Namen Steps ist bei uns ein Forschungsinstitut, das über mehrere Fakultäten geht. Da ist unsere, wir sind die Fakultät 11 hier in Leverkusen, die jüngste Fakultät, deswegen haben wir die Nummer 11 bekommen. Und wir sind aber dann in diesem Institut auch mit mehreren Fakultäten drin. Daher kommt der Name, weil da haben wir im Prinzip unsere Forscher, unsere Doktoranden eben mit drin. Und dieses Thema, was wir da haben, auch in STEPS, aber auch bei uns in der Fakultät für angewandte Naturwissenschaften hier in Leverkusen, ist eigentlich sehr stark getrieben von Nachhaltigkeit. Wir haben aber auch noch Themen Pharmazeutika, Medizin und auch Materials, also Materialien. Und das war auch das Thema bei der Reise nach Oulu von Frau Reo-Rekabarth, die ja mit war, um dann auch in diesem Themenbereich zu gucken, wie passt das mit den Forschungsthemen der Universität Oulu zusammen. Und da haben wir eigentlich gesehen, das passt ziemlich gut zusammen, weil eigentlich die Sachen, die wir an der TH Köln machen, zumindest in diesen Bereichen, die werden auch in ähnlichen Ausrichtungen, zum Teil sogar noch stärker, an der Universität Oulu gemacht. Und darüber haben wir dann eigentlich sehr schnell ein ganz spannendes Programm, über spannende Themen gefunden, die wir gemeinsam machen können. Und Sie finden dann, das ist gerade hier so, das ist der neueste Plan, sehr klein, da muss man die Lesebrille für aufsetzen, den finden Sie auch auf unserer Konferenz-Homepage. Ich glaube, die wird mit der Pressemitteilung, geht hier raus. Also dann kann man die klicken, dann kommt dieser Plan hier der Tagung. Und das geht dann am Freitag los, erstmal mit einer Welcome Reception. Herr Richrath, da fangen Sie, glaube ich, an. Sie sind unser erster Sprecher für die Grußworte. Ja. Da kommt dann auch der Chairman des Oulu City Executive Boards, aber auch der Vice Rector der Universität von Oulu macht ein paar Grußworte, auch unser Vizepräsident für Forschung der TH Köln. Ja, und dann geht das wissenschaftliche Programm los. Wir fangen dann erstmal an mit zwei Keynote-Speakern, die werden dann, wie gesagt, wenn ja etwa 120, 130 Teilnehmer werden da sein. Die Keynote-Speaker, die werden dann im großen Hörsaal vor allen sprechen. Da konnten wir einen Sprecher aus den USA gewinnen, auch von der University of Minnesota, was natürlich sehr spannend ist, dass man wirklich internationale Sprecher ranholen, so wie das eigentlich auch bei so internationalen Symposien gang und gäbe ist, dass man guckt, dass man einen internationalen Keynote-Speaker kriegt. Die zweite Keynote wird dann Covestro geben. Da haben wir uns eben auch gedacht, es macht natürlich in Leverkusen auch Sinn, dass wir auch die Chemie vor Ort, auch Covestro macht da mittlerweile recht viel in Richtung auch nachhaltiger Polymere und auch aus diesem Themenbereich nachhaltige Polymere, da wird dann dieser zweite Keynote-Vortrag gehen. Ja, und danach, dann teilen wir unsere 130 Teilnehmer aus, weil wir haben nicht jetzt so viel Programm zusammengekriegt, dass wir gesagt haben, wir machen dann vier parallele Sessions. Also wir hätten sogar in der Tat ein Zweitagessymposium auch machen können. Jetzt machen wir eins mit vielen parallelen Sessions. Und da haben wir vier Themen. Das erste Thema ist Sustainable Medicine and Pharmaceuticals. Also ein Kongress ist immer in Englisch, also nachhaltige Medizin und Pharmazeutika übersetzt. Und in unserer Session 2, da haben wir Resources und Bioremediation. Das geht alles eben um diese ganzen Themen Ressourcen, aber auch Sanierung, Abwasserbehandlung, diese Themen. Also auch Themen, wo sehr viel Nachhaltigkeit drinsteckt. In der Session 3, das ist dann zum Beispiel die Session, in der bin ich dann hauptamtlich tätig, das ist die Sustainable Chemistry und Industrial Biotechnology, also nachhaltige Chemie und industrielle Biotechnologie. Und die Session 4 ist eben auch ein Schwerpunkt bei uns. Das ist die Session Innovative Materials and Formulations. Da geht es also um Materialien, Formulierungstechnologien. Und da haben wir jetzt eigentlich in Summe haben wir etwas über 50 Sprecher, die auftreten werden insgesamt über den Tag. Wir werden dann noch etwas über 20 Posterpräsentationen auch von Doktoranden, von Wissenschaftlern haben, sodass wir also in Summe 60 Konferenzbeiträge haben, was eine Menge ist auch für so einen Tag. Da sind wir also sehr stolz drauf, dass wir es zusammengekriegt haben. Und wo wir natürlich auch stolz drauf sind, und das kann man, wenn man dann ins Programm reinguckt, also in jeder dieser Sessions treten einige Vertreter der Universität Oulu auf und eben auch einige Vertreter der TH Köln, plus eben einige eingeladene externe Gäste, die wir dann angesprochen haben, wo wir geguckt haben, wer passt von externen Gästen, von Wissenschaftlern, Firmen noch in diese Schwerpunkte rein. Und da haben wir eigentlich in Summe dann ein sehr spannendes Programm zusammenbekommen. Ja, aus Oulu hatten Sie schon gesagt, Herr Marewski, kommen, glaube ich, 20, 22 Gäste. Da haben wir in der Tat dann auch sogar bis zum Vice Rector
der Universität Uulu, wo wir natürlich auch sehr stolz drauf sind. Und die Gäste, die kommen, sind eben eine Mischung. Es sind einige Professoren, es sind dann eben auch einige Promovierte, also solche Postdocs heißen sie normalerweise, Gruppenleiter und auch ein paar Doktoranden, die ihre Ergebnisse dann präsentieren. Damit haben wir eigentlich auch aus Uulu eine ganz schöne Mischung. Die deckt sich wieder mit der Mischung, die wir von der TH Köln haben, weil auch bei uns kommen dann natürlich die Professoren, die Doktoranden. Von uns kommen auch die Studierenden. Nicht alle natürlich, das wären zu viele, dann hätten wir plötzlich 500 da. Aber von uns kommen die Masterstudenten, die werden auch vor Ort sein, weil das ist natürlich insbesondere gerade für Masterstudenten auch wichtig, auch mal so eine wissenschaftliche Tagung live zu sehen, mal mitzubekommen, wie läuft so ein internationales Symposium ab. Kommen natürlich auch noch ein paar Studierende von anderen Hochschulen dann als Gäste. Ja, das war es so zum Programm. Ich habe gerade anrufen lassen bei Professor Barth auf dem Handy. Der hat gedacht, es ist um 11. Der ist auf dem Weg. Der sitzt in der Bahn und muss dann doch ganz schnell hier hinkommen. Also der kommt noch. Da, ja, muss man so ein bisschen gedulden. Aber dann können wir ja vielleicht zum Fragenteil schon mal erstmal übergehen. Sie sagten, da kommt der Vertreter des Uulu Executive Boards. Was ist das, Verwaltungsvorstand? Oder wie muss das übersetzen? Das ist von der Stadt, Herr Marewski. Das ist also, besser. Das kann man erklären. Also die Stadtspitze stellt sich in Uulu so dar. Da gibt es den obersten Repräsentanten. Das ist der Vorsitzende des Stadtrates. An zweiter Stelle kommt der Vorsitzende der Stadtregierung. Und an dritter Stelle, das nennt sich dort Kaupunjohtaja, ja, das ist Stadtleitung. Wenn man das jetzt auf uns übertragen würde, wäre das der erste, an oberster Stelle steht der Oberbürgermeister, alter Art bei uns. Und Frau Leierla ist Leiterin der Stadtverwaltung, wäre sie früher bei uns Oberstadtdirektorin. Und den Sie angesprochen haben, der bei Ihnen spricht, das ist der Leiter der Stadtregierung aus dem, ich glaube, wir haben 56 Mitglieder im Rat. Da gibt es eine Stadtregierung, die besteht aus 13 Personen. Und da ist der Professor Eukerinnen, der ist selbst Mediziner, kommt von der Uni auch, deswegen wird er auch bei Ihnen da sprechen. Genau, der ist der Vorsitzende dieser Stadtregierung, die sozusagen zusammen mit Frau Leierla die Geschäfte, die laufenden Geschäfte führt. Im Auftrage des Rates der Stadt oben. Und wir haben danach gefragt, das ist die offizielle Reihenfolge dort. Und die haben das so aufgeteilt, dass wir werden ja an dem Festabend wird es eine offizielle Ansprache geben von Frau Leierla. Und wir werden dort einen Ehrenpreis verleihen im Rahmen dieser Veranstaltung. Und den Ehrenpreis wird der Herr Henninen annehmen, also der oberste Repräsentant. Die sind zu dritt und deswegen ist dann eben am nächsten Tag, wir haben es gut aufgeteilt, passen dann dazu Professor Röcker. Haben wir den Namen irgendwo von den drei oberen Repräsentanten? Also das, was ich dritt habe, ist die Präsidentin, also die Oberbürgermeisterin bzw. Äquivalent dazu. Aber alle habe ich da nicht drin. Vielleicht kann das Herr Barewski mir noch irgendwie... Das ist ganz gut von den Namen merken, glaube ich. Dann schicken wir die nachher noch, dann haben wir auch die Schreibweise gesichert. Ja, liegt ja vor. Können wir nachher kurz. Ich schicke dann. Es ist schon wichtig, dass man die drei Personen auch, wie Herr Marewski schon geschrieben hat, das war für mich eine neue Erfahrung, dass man quasi mit den Verwaltern, mit Regierung und dann also eine Mehrung quasi auch die offizielle Repräsentantin nochmal und alle zusammen bilden zum Schluss auch die Regierungsfähigkeit im Uulu. Das heißt, wir werden drei aus unterschiedlichen Parteistrukturen heraus und die machen eine Regierungsbildung, ein Regierungsprogramm. Das wird auf jeden Fall immer mehrheitlich beschlossen. Das ist eine sehr unterschiedliche Qualität zu dem parlamentarischen System, wie wir es hier mit haben. Wir haben da ganz unterschiedliche Strukturen und man legt sich ja vorher dann nicht fest auf ein Regierungsbündnis. Das ist drüben anders geregelt. Also ich hatte mal natürlich eine ganz lange Zeit auch kontinuierliche Entwicklungsphasen. Und ich habe Partnerschaften, deshalb das dritte Mal, dass es dann so intensiv gelebt worden ist. Und, ich finde das sehr spannend, weil ich habe ja auch die Universität besucht, auch den Vice-Rector und auch, ich habe viele Studierende gesehen, das war eine internationale Universität mit ganz vielen unterschiedlichen Nationalitäten und auch viele Deutsche, die Uulu studieren. Und gerade das, was Sie jetzt beschreiben, nämlich zu verbinden, wie bekomme ich diese wissenschaftlichen Rat, also auch diese Nachhaltigkeit im chemischen Bereich. Das hat ja auch Ihre Universität Elf jetzt hier in dem, wie bekomme ich nochmal den Punkt international hin? Ja.
Ja, wie kriege ich auch diesen Austausch hin auf einem sehr hohen wissenschaftlichen Niveau? Ich fand das sehr faszinierend, auch wie die Universität in der UNO auch arbeitet, auch die Themen, die wir da bearbeiten. Und wenn das nämlich jetzt genau ineinander verzahnt, sind das genau das Thema Nachhaltigkeit. Was mache ich zum Schluss? Wie definieren wir denn eigentlich auch eine Wertstoffkette? Wenn wir das nochmal in dieser Vernetzung einer Partnerschaft hinbekommen, sind ja auch Bildungssysteme, die nach dem dann nochmal installiert sind in der UNO. Ja. Und gleichzeitig dann natürlich auch nochmal Kulturbilder. So haben wir wirklich eine unheimlich gute Verzahnung, die auch eine Nachhaltigkeit hat. Das ist nicht nur der städtepartnerschaftliche Besuch, dass ich Geschenke austausche, dass man Vertrauen aufbaut. Deshalb bin ich sehr froh, dass alle drei hier rüberkommen. Und das ist eine große Ehre für die Stadt Leverkusen auch, muss man wirklich sehen. Das hängt aber auch dann damit zusammen, die Vertrauenskultur. Dass man auch den Menschen das Benefiten sehr wichtig, dass eine Vertrauensstruktur aufgebaut wird, und daraus können wir wirklich gute Netzwerke, gerade mit einer technischen Hochschule, wenn wir das auch mit jungen Professoren, dann sind ja sehr viele junge Professoren auch, sehr spannende Themen, und wenn wir das dann, was ja gleich noch erklärt, das auch etwas nochmal innovativ und artistisch darüber aufbereitet, mit dem Eisbad dann nochmal, ist das schon die neue Art auch von Generation von Professoren und von wie man an Themen rangeht. Es ging auch drüben nochmal, dass die digitalisierte Klinik 2035, wir haben uns ja auch die Klinik angeschaut, wie sieht denn eine Klinik 2035 aus? Meine Dörfner Schengen ist selber Wissenschaftlerin, ich habe mit Freude mitbekommen, dass sie eine Kooperation, nicht die Technische Hochschule, es gibt ja noch andere Hochschulen in Köln, jetzt einen Kontrakt mit der UDO abgeschlossen hat. Man sieht also die Qualität in UDO, was wissenschaftlich dort geleistet wird. Eine Stadt, die einen sehr hohen Stellenwert auch in der wissenschaftlichen Struktur empfinden wird. Deshalb, die Besuch Astronomie. Absolut. Ich bin sehr unbedarft hingefahren und bin absolut, muss ich sagen, fasziniert zurückgekommen. Ich habe die Menschen fasziniert, auch die Herangehensweise, wie man auch Stadtstruktur operativ umsetzt, indem man nicht immer links, rechts, sondern macht wirklich eine Struktur, man definiert Bildungsstrukturen, Science, ganz wichtig. Und man macht lange Pläne über 15, 20 Jahre und investiert ganz konkret in Universitäten, in Projekten und in ganz klaren Stadtentwicklungskonzepten. Klare Situation da auch. Die haben ein riesengroßes Parkhaus unter dieser Stadt gesetzt. Die machen oben über diese Stadt komplett autofrei. Sehr konsequent im Handeln. Dadurch bekommen sie noch unheimliche Dynamik rein. Und wie gesagt, fand ich für mich eine sehr starke Bereicherung, wie man eben auch Stadtstrukturen sehr effizient und trotzdem auch sehr breit aufstellen kann. Ich möchte einen Punkt aufgreifen, Herr Bürgermeister. Sie haben von Nachhaltigkeit gesprochen, und diese Nachhaltigkeit will ich jetzt ganz konkret auch ansprechen auf die künftige Zusammenarbeit der beiden Hochschulen. Bei den Gesprächen, die geführt worden sind, ging es natürlich darum, gut, 50 Jahre Städtepartnerschaft, Kongress kann man ja machen, aber es ist immer überlegt worden, dass diese Zusammenarbeit sozusagen, das ist der Auftakt, und dass es in künftigen Jahren eine Zusammenarbeit geben soll. Vielleicht, das sind jetzt Überlegungen, vielleicht alle zwei Jahre, dass man in dieser Weise eine solche Tagung macht, vielleicht abwechselnd. Das wäre sozusagen das entscheidende Mitergebnis dieser Veranstaltung. Und ich bin überzeugt davon, so wie Sie das inzwischen vorbereitet haben und wie ich auch die finnischen Professoren kenne, die da auch anreisen, wird das kommen, bin ich mir ganz sicher. Dass dieses aber so möglich ist, um das auch mal deutlich zu machen, ist natürlich nicht eine Sache, die im letzten Jahr entstanden ist, sondern das hat einen Vorlauf von ungefähr 15 bis 20 Jahren, weil Sie gesprochen haben von wegen, man muss sich kennenlernen, sage ich mal. Ja, es ist so gewesen, dass wir in den Jahren, glaube ich, 2002 bis 2008, hat es 6 Konferenzen in Oulu gegeben und in Halle an der Saale gegeben, Bio meets Nano and IT. Und ich bin bei 3 dieser Konferenzen als Vertreter von der Stadt Leverkusen als Gast gewesen, alleine, weil damals diese Verbindung ja gar nicht, da gab es ja auch den Campus Leverkusen. Und wir haben dann in 2008, bin ich dann gefragt worden, wir haben jetzt mehrere solche Kongresse gemacht, abwechselnd in Halle an der Saale und der Oulu. Warum ist denn Leverkusen nicht dabei? Denn wir haben ja Leverkusen als Partnerstadt. Und dann war versprochen 2008, wir machen 2010 das in Leverkusen. Und wir haben uns da wirklich drum bemüht. Und da bin ich damals an die Gründungsdekanin geraten, die ich bis dahin nicht kannte, Frau Professorin Behorek, und bin mit der Idee an sie herangegangen. Und die Situation damals war, und das ist auch nachvollziehbar, vor allem jetzt im Nachhinein nachvollziehbar,
der Campus Leverkusen war im Aufbau begriffen. Und da musste man mal sehen, wie organisiert man das, wie macht man das, wie ist die Entwicklung. Und deswegen ist nachzuvollziehen gewesen, dass das damals nicht möglich war. Wir haben dann versucht, eine Alternative zu machen. Das haben wir aber, muss ich sagen, vielleicht waren wir auch zu dilettantisch. Aber der Gedanke, der Gedanke 2010, der ist in den Köpfen hängen geblieben. Und als ich vor anderthalb Jahren, Anfang 2017, habe ich gedacht, 15 Jahre Städtepartnerschaft, ich frage die Frau Rehorek nochmal, Sie haben doch damals, sind wir ja nicht weitergekommen, wollen wir es nochmal versuchen? Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Also im Grunde genommen das, was jetzt ist, ist erfüllt mir eine Genugtuung, dass eine Idee, die für 2010 geplant war, in 2018 Wirklichkeit wird. Und da freue ich mich. Und ich kenne Sie und einige der Kollegen dort. Diese Begeisterung, die heute da ist, die war 2010, ich weiß nicht, wer damals dabei war, war 2010 nicht nachvollziehbar. Umso mehr freue ich mich, dass das jetzt klappt. Und wir sind ja auch erst im Prinzip in 2011 sind wir ja wirklich erst nach Leverkusen eingezogen. Genau, wir sind wirklich erst Ende 2010 mit den ersten vier Professoren damals gestartet. Da war ich auch bei. Ja. Da haben wir noch in irgendeinem Büro in Köln gesessen. Dann sind wir umgezogen und dann haben wir natürlich alles von null aufgebaut. Deswegen war das sicherlich so eine Zeit, das war dann sicherlich 3-4 Jahre zu früh. Jetzt ist es immerhin, passt es aber noch für die Frau Rehorek, weil die im Dezember ihren offiziellen Ruhestand. Also sozusagen, sie macht aber jetzt immerhin auch noch diese Ruhetagung mit, ist auch noch voll engagiert hierbei, macht eben auch eine Session dann. Sie wird auch am Donnerstag, machen wir natürlich auch mit den Finnen, mit den Universitätsvertretern, die dann schon da sind, denen bieten wir dann quasi auch Rahmenprogramm an. Also die werden einmal unseren Standort Metabolon besuchen können, der ist in Lindlar, da geht es eben auch um regenerierte Müllkippe ist das beim Bergischen Abfallverband, wo eben auch Biogasanlagen, Abwassertechnologie ist. Ab mittags kommen sie dann zu uns und dann machen wir ab mittags dann bei uns mit den finnischen Vertretern eine Fakultätstour. Das heißt, dann lernen die unsere Fakultät kennen, und dann geht es ja abends schon zum offiziellen Programm. Also auch wir haben dann natürlich erstmal rumherum ums Symposium auch noch ein bisschen Programm mit den finnischen Kollegen gestrickt. Wie groß ist die Uni in Oulu? Wie viele Studenten hat die so ungefähr? Das weiß ich nicht. Da musst du mal auf die Homepage gucken. Aber ist nicht so klein. Das ist relativ groß. Ja. Aber das ist keine kleine Uni. Ja. Da gibt es ja auch noch den Meet the Scientist, wo eigentlich Dr. Bauer. Der kommt. Aber vielleicht kann man auch zu dem Abendprogramm sagen, zu dem Festprogramm, das Farbe kommt, oder? Ja, es sei denn, es werden jetzt Fragen, die man schon mal. Nein? Gut. Ja, okay. Also, was wir auf jeden Fall machen werden nochmal, wir werden. Das ist ein Bundesliga-Spiel gegen Augsburg, da will ich auch die Delegation, die Finnen sind auch Fußball-Objekt, deshalb. Also ich finde es immer für mich persönlich sehr faszinierend, mit welcher Gastfreundschaft man aufgenommen wird, wenn man jetzt auch nach Finnland fliegt. Oder war das extrem, und auch was für eine hohe Gewichtung auch in der Partnerschaft hat auch. Was ist medial auch gedeihen worden? Also hier ist es bei Partnerschaft, man macht das mal, das Gefühl. Und das hat mich schon sehr, sehr fasziniert auch, ne? dass man sehr, sehr großen Wert darauf legt, im Austausch auch gerade mit seinen Partnerstädten auch zu leben. Ich werde schon sehnsüchtig erwartet. Kein Problem. Das war's. Entschuldigung, ich war spät dran. Wir sind ja noch hier. Hallo. Hi. Das ist Dr. Professor Barb, wie Sie wahrscheinlich sich jetzt schon gedacht haben. Wir sind eigentlich auch da, wo Sie jetzt einsetzen. Okay, super. Samstag, Meet the Scientist. Genau. Ich kann einmal sagen, hinter. Dass er sie ausgezogen hat. Meet the Scientist war nicht ganz ausziehen übrigens. damit das muss er ja Professor Barb nicht selber sagen. Professor Barb, wie wir letztes Jahr im Dezember in Holo waren, haben wir abends bis spät in die Nacht hinein zusammengesessen und haben gesponnen, was man alles so machen kann. Da kommt auch noch Polarpapierchen, da werden Sie sicher auch was dazu sagen. Und das war die Idee von Professor Barbe, der gesagt hat, wenn wir doch dann mit den Professoren da sind, und das ist ein großes Fest der Leverkusener Bürgerschaft, da habe ich die Idee, dann muss man doch eigentlich mal das zusammenbringen. Und dann nehme ich mal den Titel Meet the Scientist. Und dann hat er mir das erklärt, dass Bürger mal die Wissenschaftler mal treffen können. Und dann habe ich das Wort Bürgerforum davor gesetzt, damit nicht die Menschen abgestreckt sind, sagen, dann ist alles in Englisch. Also es ist ein Bürgerforum, so haben wir das dann genannt, und hat aber den Titel Meet the Scientist.
Und das war Ihre Idee. Und zu Paula Bepici müssen wir es. Genau. Also jetzt bin ich dran quasi. Ja, guten Tag erstmal zusammen. Genau. Ich war ja vor ungefähr einem Jahr noch mal zusammen in Oulu. Habe zum ersten Mal, das war mein erster Besuch in Finnland. Und war schon sehr beeindruckt von der Uni und von der Gastfreundschaft, die uns dort erwartet hat. Und genau, dann haben wir uns die Uni vorgestellt und dann kam das Thema Polar Bear Pitching und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und man hat gemerkt, das ist für dich schon was ganz Wichtiges. Und dann haben wir uns das erklärt. Es gibt auch etliche Videos über das Thema. Das Ganze sieht zwar im ersten Blick lustig aus und sehr viel Spaß dabei. Dabei ist aber auch ein großes Stück finnische Kultur. Ich muss jetzt hier ein bisschen designen. Da ist auch ein großes Stück finnische Kultur und Tradition da drin, die Finnen haben die sogenannte Arctic Attitude, das ist auch ein Teil des Motto von dieser Konferenz. Also ihre Behauptung oder ihre Attitude ist einfach zu sagen, die leben in einem Teil der Welt unter relativ harten meteorologischen Bedingungen und die haben sehr früh gelernt, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, nachhaltige Kontakt aufrechtzuerhalten. Und weiterhin glauben die, dass die unter diesen extremen, harten Bedingungen besondere Kraft haben. Und das ist die Idee von diesem Polar Bear Pitching, dass man unter diesen erschwerten Bedingungen richtig stark wird, schnell, effizient. Und das ist der Challenge bei diesem Polar Bear Pitching. Das ist ein bisschen die finnische Version von diesem... Eisbacken Challenge oder was? Nee, im Deutschen ist, wie heißt das, die Höhle der Löwen. Kennen Sie vielleicht. Das ist ein bisschen die Idee, sitzen... Investoren. Es geht am Ende auch um viel Geld. Es ist nicht nur Spaß, es geht am Ende um viel Geld und Startups und auch dieser unternehmerische Geist von Oulu. Genau, und dann, wir fanden es auch ganz toll. Also Herr Marewski kann das schon lange. Und dann haben wir gesagt, das wäre super, wenn wir das nach Leverkusen bringen könnten. Das ist ein bisschen Highlight von dem Donnerstagabend. Ja, und dann daraufhin haben wir also überlegt, wie man das praktisch machen kann. Wir können nicht nach draußen, hier ist ganz Schnee, im Moment im Februar in Oulu ist natürlich alles gefroren, da kann man ein Loch in dem Eis, ins Eis machen, da kann man, hier geht das nicht, deshalb haben wir gesagt, wir bauen so ein Becken auf mit Eis und so, ich bekam die Idee eigentlich, das hier zu machen. Wir haben die Mia, die Gründerin von Polar Bear Pitching wird auch dabei sein mit ihrem Polar Bear, also mit dem Eisbär, der dort auch das moderiert. Und als erste geht der Gründer von einem Startup, einem finnischen Startup, Icepotter. Die haben eine App entwickelt für den Sportbereich. Es geht darum, in Mannschaftssport die Bewegung mit Kameras und Software, die Bewegung von Spielern zu analysieren, ganz schnell und schon in der Pause, in dem Spiel quasi die wichtige Information zu bringen, um vielleicht in der zweiten Hälfte von dem Spiel noch besser zu sein. Genau, und dann werden wir dann springen, dann wird, wissen nicht genau, da kommt noch ein zweiter Einsatz, aber wir wissen noch nicht genau, Herr Marewski, wie das laufen wird. Aber auf jeden Fall kommt noch als dritte eine Doktorandin von mir, eine Kroatin, die gerade ihre Dissertation eigentlich abgeschlossen hat und die erzählt uns was. Die hat unter anderem an einem Verfahren gearbeitet zur Erzeugung von Fernwärme aus einem relativ großen Bioprozess, was hier in Monheim durchgeführt wird. Und dann hat sie diese brennende Idee gehabt und die wird darüber mit den Füßen im Eis quasi berichten. Das wird dann im Abend passieren. Nein, das Becken hat einen Durchmesser von 1,60 Meter und hat eine Höhe von 90 cm und wir werden das auf 60, 70 cm. Die würde das in Badeklamotten machen. Ja, das ist schon richtig kalt. Genau. Und wo steht das dann genau? Das steht im Forum
im Terrassensaal, das ist im zweiten Teil der Veranstaltung im Terrassensaal unten auf der unteren Ebene, nicht auf der Bühne, weil es zu spät ist. Okay. Also praktisch vor der Bühne im Terrassensaal unten. Wie lange haben wir jeweils Zeit dann? Bitte? Wie lange haben wir Zeit? Oh, es ist sehr kalt. Das heißt, die in der Regel 3-4 Minuten. Länger hält es nicht aus. Aber dann wirklich in Badehose oder? Ja, klar. Ja, ich denke ja. Also es gibt da verschiedene, wenn man auf die Videos schaut, die haben in der Regel haben die Badehose an, Mütze, Handschuhe. Also ja, genau. Deswegen die Mütze. Und vom Publikum muss da keiner rein, ne? Das ist kein Challenge. Nein. Ja. Also in der Regel sind es 3-4 Minuten. Das ist gerade die Idee, ne? In dieser kurzen Zeit unter erschwerten Bedingungen die Leute mit einer Geschäftsidee zu überzeugen. Das ist die Idee von diesem Polar Bear Pitching eigentlich. Wow. Genau, zu dem Samstag, das haben wir sehr früh entschieden, vor ungefähr auch einem Jahr, glaube ich. Es liegt einerseits an dem Hochschulstandort Leverkusen. Wir haben hier seit bald 6 oder 7 Jahren bald eine Fakultät für angewandte Naturwissenschaft. Es sind mittlerweile um die 700 Studierende, die bei uns unterwegs sind. Viele haben auch schon ihr Studium abgeschlossen, arbeiten irgendwo. Wir haben zurzeit um die 20 Doktoranden, die dann ihre Doktorarbeit bei uns in der Fakultät schreiben. Und wir haben dann den Eindruck, wir sind ja zurzeit noch in dem Schempark drin, also verankert irgendwo in E39, so heißt das Gebäude. Das heißt, die Bürger von der Stadt Leverkusen bekommen sehr wenig mit von dieser Bewegung, von diesen jungen Menschen, die sehen, die irgendwo aussteigen, aber das war's, mehr ist es nicht eigentlich. Und wir dachten im Zusammenhang mit dieser wissenschaftlichen Konferenz, die auch unterstützt wird von der Stadt Leverkusen, also die Stadt Leverkusen gibt uns die Räumlichkeiten, um die Konferenz durchführen zu dürfen. Wir dachten, das ist doch eine gute Chance, auch mal den Bürger von der Stadt Leverkusen dann ein bisschen aufmerksam zu machen auf die Fakultät, die in Leverkusen seit 7 Jahren ist. Ein Ort, wo wir junge Menschen ausbilden in Naturwissenschaften, aber auch wo wir doch mittlerweile stark forschen. Mit 20 Doktoranden, mit großen Projekten, mit Veröffentlichungen und Teilnahme an internationalen Konferenzen. Und wir denken, das ist eine wichtige Botschaft für die Bürger der Stadt Leverkusen. Wir denken, das ist auch ein Grund, stolz zu sein auf seine Stadt. Das heißt, wir wollen denn ein bisschen im Rahmen von diesem Meeting an dem Samstag, es ist üblich bei einer wissenschaftlichen Konferenz es gibt nicht nur Vorträge, sondern ein Teil der Ergebnisse werden in Form von Poster präsentiert. Und diese Poster, die werden wir an dem Samstag noch, die werden nicht weggeräumt an dem Freitag, sondern die kommen noch an dem Samstag in den Agamsaal, da wird die Veranstaltung stattfinden. Und gibt es von unserem Dekan eine kurze Einführung, Vorstellung von der Fakultät, wer wir sind, woran arbeiten wir. Also es geht hier um die gesellschaftliche Relevanz von den Themen, an denen wir arbeiten, was für die Bürger wichtig ist. Und im Nachgang haben die Bürger die Möglichkeit teilweise werden nicht alle dabei sein, also auch mit den Autoren von den Postern sich über die Arbeit dann zu unterhalten, ein bisschen besser verstehen, was wir in diesem Gebäude E39 im Schempark machen. Wir werden angeblich 2020, ist auch noch nicht ganz fest, aber das ist erstmal der Plan, werden wir dann in so einem neuen Campus in Oplan sein. Also genau. Denke ich, das werden wir auch präsenter für die Bürger dann sein. Genau, das ist die Idee, die wir dann damals entwickelt haben. Das wird aber nur eine Posterpräsentation sein. Also es ist nicht irgendwie so praxisorientiert. Ich gucke mal diese Kinderwissenschaftssendung, wo man wirklich was. Ja, aber ich meine, das ist ja wirklich, was du mal. Ja, das ist schwierig, weil wir haben nichts. Wir sind keine. Es wäre vielleicht einfacher, wenn wir in der Fakultät nur 9 in Köln. In Deutsch wäre es viel einfacher, da sind ja Ingenieure, die haben eher so Sachen zum Anfassen und können so ein bisschen mehr erklären.
In der Naturwissenschaft ist es oft so, dass man eher Prozess entwickelt, Ideen oder dass man im medizinischen Bereich bestimmte Mechanismen bei der Entstehung von bestimmten Krankheiten entdeckt oder an den Arbeit. Das heißt, da ist nicht wirklich was da zum Anfassen. Es gibt Kollegen, die an Krebsforschung arbeiten, da gibt es nicht viel anzufassen, aber ich denke, wir versuchen trotzdem den Bürger auch mal zu erklären, woran wir arbeiten, welche Menschen betrifft das, das sind Volkskrankheiten, überwiegend Krebs oder auch ältere Gesellschaften. Ja, ja, ja. Oder wir arbeiten Themen wie Wasser, Energie. Herr Schörken arbeitet sehr viel im Bereich Green Chemistry. Es geht darum, die klassische Chemie ein bisschen, also wir sind Chemiestandort hier in der Lücke, das soll auch so bleiben, aber die Chemie wandelt auch, hat einen Wandel, indem wir versuchen, mit biologischen Prozessen auch chemischen Intermediaten, chemische Produkte zu produzieren. Das sind wichtige Themen, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und wir versuchen an diesem Samstag diese Themen oder die Relevanz von diesen Themen schon in eine verständliche Art und Weise dann rüberzubringen. Für uns wird das sicherlich leichter, ich sag mal auch mehr, ich sag mal praktischere Dinge zu zeigen, vorzuführen, wenn wir dann mal in unserem Neubau sind, der dann frei zugänglich ist. Wir haben auch jetzt schon zum Teil ein Schülerlabor, also es kommen auch Schüler zu uns, machen dann einfache Versuche hin und wieder mal. Ich plane gerade sogar, da vielleicht noch gar nicht drüber reden, mit Bayer zusammen auch so ein Schülerlabor. Und das sicherlich, wenn wir in dem Neubau sind, da werden wir dann auch Experimentierhörsäle bekommen. Das heißt, da haben wir auch die Chance, auch mal Experimente vorne zu machen, was vorzuführen, das können wir im Agam-Saal, dürfen wir schlichtweg nicht. Also wenn wir da die Chemie auspacken, ich glaube, dann geht uns die Forumsverwaltung an die Gurgel. Ne? Deswegen, das wird dann wirklich eher mit Postern, also eine Papierveranstaltung. Aber es ist nicht so abstrakt, dass ich das nachher nicht verstehe. Dass es auf Englisch ist? Nee. Nein, also die Poster sind auf Englisch, aber ja, das ist schon auf Deutsch. Also ich darf ja die Angst nehmen. Ich war ja im letzten Jahr, im Dezember, waren wir ja zu dritt und ich habe dann zugehört, wie die Professoren sich in Englisch fachlich unterhalten haben. Und ich muss sagen, natürlich nicht die Details, aber worüber die sich unterhalten haben, ich glaube, das ist hochspannend, so wie Professor Marles auch angesprochen hat. Da geht es um Alterskrankheiten, um Diabetes, es geht um Krebs, es geht um all diese Dinge, die unser tägliches Leben betreffen. Und ich habe gedacht, als ich das da gesehen habe, natürlich auf einem ganz also hochwissenschaftlichen Niveau, ich dachte, ey, das, wenn das man in verständlicher Sprache transferieren kann, deswegen fand ich die Idee auch vom Präsident, Meet the Scientist, ja, das ist eine geniale Idee. Wenn man das, wenn es gelingt, das in einer verständlichen Sprache zu bringen, dass die Bürgerinnen und Bürger das verstehen, dann ist auch die Distanz zwischen Bürgerschaft und Wissenschaft, vielleicht kann man die etwas verringern. Und was Sie, Professor Schwab, angesprochen haben, das kann man an dem Samstag ja sagen. Wenn wir da mal in Opladen sind, dann gehen wir den nächsten Schritt und dann könnt ihr praktisch arbeiten. Aber es wird mit Sicherheit nicht langweilig, weil das Themen unserer Zeit sind, womit die sich beschäftigen, auch mit der grünen Technologie und all diese Dinge. Das sind Themen unserer Zeit. Und die entscheidende Frage ist, gelingt es denen, das auch verständlich überzubringen, in eine verständliche Sprache zu bringen, die die Bürger verstehen. Da bin ich überzeugt, weil ich erkenne. Ja, Zusammenarbeit. Wir werden zumindest unser Bestes versuchen. Genau. Aber wir kommen natürlich an einer technischen Hochschule, kommen wir Dozenten natürlich selber alle aus der Industrie. Das heißt, wir haben alle schon mal in der Industrie gearbeitet, haben das sicherlich, glaube ich, auch über die ganze Industriezeit gelernt, dass wir natürlich auch in der Industriezeit als Forscher mit unserem Marketing sprechen mussten, mit unseren Verkäufern sprechen mussten. Das heißt, dabei lernt man über die Jahre sicherlich auch, seine Forschungsdetails so zu erklären, dass sie auch nicht Wissenschaftler verstehen. Und ich glaube, das unterscheidet uns sicherlich von so einem Hochschulprofessor zum Teil, weil wenn die loslegen, versteht es wirklich keiner mehr. Und ich glaube, das kriegen wir hoffentlich ganz gut hin, dass wir die Dinge eigentlich auch verständlich darstellen können. Sicherlich nicht alle Details, natürlich, das ist klar. Ich finde, was Professor B. gesagt hat, das fand ich sehr wichtig. Also ich habe ja ansonsten einen Antrittsbesuch gehabt im Camper drin bei der Technischen Hochschule. Da sind ja ganz viele junge Studierende auch, die sich auch für die angewandten Naturwissenschaften, also für die Studiengänge dann entschieden haben. Und dass man einfach mit der Möglichkeit schon mal diese Öffnung hat. Ja? Also unabhängig davon, ob ich jetzt ein Experiment zeige, sondern einfach zu sagen, was für Themenbereiche. Ne? Also wie beschäftigen sich junge Wissenschaftler mit Themenbereichen über
nationale Grenzen hinweg, zu sagen, wie organisieren wir auf Dauer chemische Industrie? Was passiert? Oder was sind die Aufgaben quasi einer Gesellschaft, die immer älter wird? Und das mit jungen Wissenschaftlern zusammen, sind ja Masterstudien, viele Doktoranden auch, junge Professoren, und das einfach mal zu öffnen, sagen, hinter diesen Mauern, und das muss, so muss der Campus sich ja auch in Oppland entwickeln, nämlich eine Bestand, ich kenne das in vielen, vielen anderen Städten auch mit, wo wir einfach erkennen müssen, dass Liverpool sich immer mehr zu einem wissenschaftlichen Standort auch hin entwickelt. Ja, auch mit einem Campus, der komplett in einem ganz neuen Jahr ist, wo man sich natürlich öffnen muss, um auch zu erläutern, auch wenn man nicht alles versteht, aber die Themenbereiche werden ja angeschnitten, genau, wo wir sagen, wo geht denn eigentlich auch eine wissenschaftliche Entwicklung einer sehr hohen Bildungsgesellschaft, die mit ganz, ganz vielen jungen Menschen, wo wir das noch nicht, jungen Menschen studieren, und das einfach versuchen, diese Prozesse schon im Vorfeld mit einer sehr interessanten Art zu rüberzubringen. Und deshalb finde ich dieses Profil halt auch mit dem Bürgerforum, also dass Wissenschaft Menschen erläutert wird, ja auch, was passiert bei so einem Kongress, bei so einem, Ich denke weiterhin, dass es schade wäre, wenn diese Konferenz komplett an den Bürger auch vorbei ginge. Ja. Ne? Es geht einfach darum, nochmal kurz zu erklären, was ist passiert, wer war da überhaupt. Wir haben internationale Gäste, die auch über sehr interessante Themen mit uns zusammenarbeiten. Und das wollen wir den Bürgern natürlich auch geben, dass die verstehen, das ist nicht nur eine Veranstaltung für uns, sondern klar, wir profitieren davon, die Wissenschaft profitiert davon, aber die Bürger werden auch damit dazu eingeladen und kriegen auch die Informationen, die sie bekommen sollen eigentlich. Das ist die Idee. Es ist auch so ein bisschen eine Vorschau auf Leverkusen als Universitätsstadt, oder? Also die eben auch mal sichtbar eine. Was ich total spannend und gut fand, war der internationaler Tag. Da haben die Studenten sich mal vorgestellt aus ganz unterschiedlichen Nationalitäten. Also erstmal, ihr haben ihr Land vorgestellt, das war in einem großen im Zentrumsbereich der Universität. Und da habe ich immer gefragt, was machen Sie denn eigentlich so? Ne? Was für Studiengänge? Und da kennt man, egal aus welchen nationalen Strukturen die Studierenden kommen, sahen immer dieselben Themen. Das war viel Wasserwirtschaft, das war viel Nachhaltigkeit, das war Mobilität, das waren viele Sachen eben auch Digitalisierung. Ja? Mhm. Da mache ich einfach, dass quasi da eine relativ große gemeinschaftliche, egal wo man herkommt. Man arbeitet immer so irgendwo an denselben Themen, weil die einfach, glaube ich, sehr entscheidend sind für eine Entwicklung, auch wo wir uns hinbewegen. Gerade weil Ressourcen sehr begrenzt sind, zu sagen, was machen wir mit den Ressourcen, das muss man, deshalb fand ich das sehr, sehr spannend, denn Udo, und das waren ganz viele Nationalitäten, die waren immer gleich konditioniert, das war immer, und immer sehr stark verankert, auch dann nochmal literarisch, also in den Ursprung der Kultur. Also die Plattform und oben drüber die extreme Entwicklung in den Fächern, die sie auch dann da ansprechen werden zum Teil. Das fand ich persönlich, die 4 Tage waren für mich sehr intensiv und genauso die extreme gastfreundschaftlich, und man lebt an dem Polarkreis. Also erstmal, dass ich wieder Autos mit Schweiz gesehen habe, das fing dann so an. Ja, aber zu erkennen, dass man sich bewegen muss. Ja. In dieser extrem harten Gesellschaft, also in der Umgebung, dass man erkennen muss, dass der Geist, dass man sich entwickeln muss, um da eben auch weiter voranzukommen. Und das war für mich eine sehr, sehr spannende, sehr spannende, sehr intensive Tage. Das war doch jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich wollte noch nachliefern, Uniolo, 1958 gegründet, dieses Jahr 60 Jahre alt, 14.200 Studenten, 2.850 wissenschaftliche Angestellte, 235 Professoren. Jetzt wollen wir langsam zum Mitschreiben. Also 60 Jahre, 1958 gegründet, über 14.000 Studenten, knapp 3.000 wissenschaftliche Angestellte und 240 Professoren. Die TH Köln sogar größer, fast 25.000 Studenten. Stimmt. Jetzt haben wir den Vergleich. Und erwachsen, das muss man sehen. Sie hat ja einen extrem Zulauf. Gut, das wollte ich noch nachschicken. Sehr gut. Das zum Digitalisierung und 5G. Ja.